Herzlich willkommen zu eurem Lieblingsreisemagazin. Vergesst die Formel 1, wir haben ein viel spannenderes Rennen an Bord. Wir besuchen die Embera-Indianer und was wir noch machen ist, wir haben einen kleinen Nachtrag zum Oscar. Ihr werdet erstaunt sein. Formel 1 in Bahrain, Formel 1 in Monaco und wo auch immer auf der Welt, alles Schnickschnack. Vom Promi-Faktor her und vom Spaßfaktor her. Richtig abgehen tut's bei uns an Bord. Beim Entenrennen. Glaubt ihr nicht? Seht ihr hier. Was für ein Traumtag, liebe Gäste. Wir schreiben den vierten Seetag auf unserer Reise nach Dubai und es ist angerichtet. Angerichtet für das legendäre Entenrennen und damit einen schönen Nachmittag aus der Kommentatorenkabine von Jonas und Babsi. Und jetzt schalten wir live auf das Pooldeck. Die Sportgeräte sind bestens präpariert und die Rennleitung vergibt noch die allerletzten Startnummern. Wie ist denn die Stimmung unter den Fans, liebe Babsi? Nun Jonas, die ist am Siedepunkt und trotzdem finden noch die finalen Aufwärmübungen statt. Immerhin will jeder seine Lieblingsente zum Sieg verhelfen. Und ich höre gerade, alle sind vorbereitet, das Rennen kann beginnen. 5, 4, 3, 2, 1, Es ist ein wahres Schnabel-an-Schnabel-Rennen. Jetzt ist voller Körpereinsatz gefragt. Manche Offiziere sind sich nicht sicher, ob sie hier beim Entenrennen oder nicht doch beim Wet-T-Shirt-Contest sind, oder Babsi? Ja, Jonas, aber sie können es tragen. Und die Racing-Enten sind weit überm Limit. Viele sind schon in Schräglage, einige sind sogar schon gekentert. Und das legendäre Aida Bella Duck Race neigt sich dem Ende zu. Noch 2 Meter bis zum Ziel. Und die Gewinnerin steht fest. Emotionen pur. Und damit zu unserer Außenreporterin Luisa. Bitte. Dankeschön. Wir haben jetzt hier unseren Erstplatzierten, unsere Ente Pink Daisy. Wie fühlst du dich? Super. Ich habe die Ente für meine Enkeltochter in Deutschland gekauft und die hat gewonnen. Super. Ja, da hat's ja genau die richtige Ente getroffen. Babsi, es war mir ein Vergnügen, dieses legendäre Sportevent mit dir kommentieren zu dürfen. Mir geht's genauso, lieber Jonas. Und damit verabschieden wir uns mit den besten Bildern dieses nervenzerreißenden Tages und wünschen noch einen schönen Seetag. Wenn man nach Panama kommt, denkt jeder sofort an den Kanal und natürlich soll man den auch besuchen, haben wir wunderbare Ausflüge, aber besucht auf jeden Fall die Embera-Indianer, ein freundlicher Stamm, wo man viel über fremde Kulturen lernen kann. Einen wunderschönen guten Morgen aus Panama. Wir fahren jetzt zum Panama-Kanal zu den Aqua Clara-Schleusen. Wir haben das Glück, einen großen Tanker zu sehen, der gerade in die Schleuse hineinfährt und können somit beobachten, wie das alles funktioniert. Das ist echt klasse hier. Danach fahren wir mit dem Boot über den Gatunsee und im Anschluss schauen wir noch bei den Embera-Indianern vorbei und schauen mal, wie die so leben. Faultiere schon gesehen und jetzt sogar 3 Brüllaffen. Embera ist der gesamte Stamm dieses indigenen Volkes. Und Neponopuro ist das Dorf, wo wir uns heute befinden. Das heißt so viel wie Gemeinde der Blume. Seit 2000 leben sie hier in dem Dorf und seitdem sind sie hier auch nicht mehr weggegangen. Das Haus, in dem wir uns im Moment befinden, das ist quasi ja, die Stadthalle, der Versammlungsraum.
hat 3 Monate gedauert, um das zu bauen. Und circa 30 Menschen haben da mitgebaut, das hier zu erstellen. Das ist sehr interessant, wie das hier so aufgeteilt ist, auch in die Familien und wie mit einfachen Mitteln eigentlich das Leben sehr gut gestaltet werden kann. Letzten Sonntag bei der Oscarverleihung, ihr habt sicher alle gesehen, ist ja Deutschland leider leer ausgegangen, hat man gedacht. Denn in Wirklichkeit ging hinten an, nach der ganzen Veranstaltung, die Oscarverleihung noch weiter. Und da wurde der Oscar vergeben für die beste technische Ausstattung. Und den haben wir gewonnen. Wir alle und wir bei AIDA. Glaubt ihr nicht? Guck mal. Ja, ich freue mich ganz persönlich, dass ich die Laudatio halten darf, denn er leidet hin und wieder auch ein wenig unter mir. Denn wenn ich wieder pünktlich am Hafen ankommen möchte, damit die Ausflüge auch pünktlich starten, rufe ich den Kapitän, also den besten Hauptdarsteller an, der natürlich dann seine Peitsche auspackt und einmal in die Maschine geht. Und dann muss eben auch dieser Mann ran. Und glauben Sie mir, wenn er nicht pünktlich im Hafen ankommt, dann ist es vorbei mit dem Weltfrieden. Ja, hin und wieder muss er dann auch das Ruder selber in die Hand nehmen, damit es etwas zügiger geht. Und vielleicht auch deswegen sieht er auch ein bisschen aus wie der George Clooney des Schiffkellers. Er wird auch der Marlboro Man hier von AIDA Luna genannt, denn er hat über 1000 Pferdestärken, die er jeden Tag auch antreibt, um sie von Hafen zu bringen. Und deswegen hat er nicht nur hier schon seine Kompetenz bewiesen auf AIDA Luna, sondern er hat auch den Kit, den super Sportwagen bei Knight Rider gebaut. Er hat den Chip gelötet von R2-D2, der ihn zum Sprechen brachte. All das sind Errungenschaften, die er schon vorweisen kann und zu ihm etwas ganz Besonderes machen. The Oscar goes to Frank Richter, unserem Chief Engineer. Herzlichen Glückwunsch! Hallo, werte Gäste. Ich mache meine Ohren ab. Ich stelle mich kurz einmal vor. Ich bin hier der leitende Ingenieur. Mein Name ist Herr Richter. Und ich heiße Sie bei unserem kleinen Rundgang herzlich willkommen in unserem Reich. So, wie man sieht, sind wir gerade hier im Maschinenraum bei unseren beiden Hauptmaschinen 3 und 4. Wir haben 4 Maschinen davon mit einer Leistung von je 9000 kW. Das sind 12.250 PS. Hier sieht man zum Beispiel mal einen lokalen Maschinensteuerstand. Und den Steuerstand direkt von der Hauptmaschine. Wenn nichts mehr funktioniert, haben wir dann immer die Möglichkeit, unsere Maschinen von diesem Steuerstand aus zu starten. Hier hinten im hinteren Bereich sind dann unsere Generatoren angesiedelt. Jede Hauptmaschine treibt einen Generator an. Und wir haben hier ein dieselelektrisches Antriebssystem, das heißt, 4 Hauptmotoren, 4 Generatoren und unsere Fahranlage fährt dann natürlich auch mit einem großen Elektromotor und wir versorgen im Grunde genommen das ganze Stück mit Strom, dass wir schön gemütlich von A nach B fahren. Bald ist es soweit, ich kann es kaum erwarten. Ich fahre mit meiner Familie nach Asien auf die Bella und ich freue mich schon richtig drauf. Und wenn ihr auch mal Lust habt, nach Asien zu fahren oder irgendwo anders hin, dann geht ihr ins Reisebüro oder auf www.aida.de. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Bitteschön. Wir starten in Gran Canaria und fahren als erstes nach Lanzarote. Es geht weiter nach Cadiz und Lissabon. Nun besuchen wir A Coruña und Cherbourg. Noch ein Halt in Dover und Amsterdam und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Hamburg. Am Ende wie immer die schönste Musik mit den tollsten Bildern und diesmal mit einer kleinen Überraschung für euch. Viel Spaß und bis zur nächsten Woche. Vergessen die Sorgen Stück für Stück, die Welt in
Some